heute ein Video für euch, in dem ich euch meine beiden Sättel zeigen möchte. Ich habe einmal einen Dressur- und einmal einen Vielseitigkeitssattel. Und wir fangen mal mit dem Dressursattel an. Ich habe einen Dressursattel der Marke Sommer. Das Modell heißt Magnus. Ja, er ist ganz schlicht und schwarz gehalten. Ich habe auch Steigbügelriemen von Sommer und Steigbügel von Sprenger. Ja, ansonsten sieht er eigentlich aus wie jeder Sattel auch. Ich habe hier die Gurtstropfen. Ja. Dann habe ich einen Ledergurt für meinen Dressursattel. Der ist extra dafür, dass der Sattel nicht verrutscht. Unter meinem Sattel habe ich noch dieses schwarze Pad von Grandeur. Das ist ähnlich wie Lammfellpads, nur nicht ganz so weich. Das ist ein bisschen härter, da ist Schaumstoff drin. Und diese rote Eskadron-Schabracke habe ich momentan runter. Das ist die Eskadron Niki aus der Herbst-Winter 2015-2016. Ja, das ist der Dressursattel. Und dann habe ich hier noch den Vielseitigkeitssattel. Das ist ein Kiefersattel. Jetzt zeige ich euch das mal. Da habe ich Steigbügelriemen dran. Die haben keine besondere Marke. Auch die Steigbügel haben keine besondere Marke, aber die sind besonders schön, weil die kleine Blümchen haben und ansonsten rosa sind. Das Modell von dem Sattel heißt übrigens München. Und hier sind die Gurtstrophen eben deutlich kürzer, wie das eben ist bei so einem Vielseitigkeitssattel. Und ich habe an dem Sattel Tauschen zum Kletten. Die kann ich dann nach Belieben austauschen, je nachdem, was ich damit mache. Hier drunter habe ich ein Lammfell von Mattes. Das ist eben deutlich weicher als dieses Pad von Grandeur. Und eine pinke HV Polo Schabracke aus der Glam Polo Couture Reihe. Die müsste mittlerweile, glaube ich, auch 2-3 Jahre alt sein. Ja, den Sattel nehme ich immer, wenn ich ausreiten gehe oder springe. Und mit dem reite ich eben Dressur. Ich habe auch für den Vielseitigkeitssattel einen Ledergurt. Das ist ein Langgurt, der ist jetzt auf der anderen Seite festgemacht. Deswegen kann ich den so nicht zeigen. Aber das ist eben ein 1,30 langer Ledergurt, den ich als Sattelgurt benutze. Warum ich Ledergurte habe, hat auch einen Grund. Und zwar kann man Leder eben gut reinigen, wenn das Pferd jetzt geschwitzt hat oder man im Gelände durch Schlamm galoppiert ist. Kann man so ein Ledergurt einfach nass abwaschen und mit Lederpflege behandeln. Was bei Neoprengurten nicht so ist, weil ich ja die Feuchtigkeit eher reinsaugt. Ja, deswegen habe ich die Ledergurte. Für Springen habe ich auch Bügel mit Gelenk. Oder eben an dem Vielseitigkeitssattel habe ich Bügel mit Gelenk. Das macht das Abfedern im Fußgelenk noch einfacher, es ist bequemer und es ist auch sehr knieschonend, das merke ich immer wieder. Ja, ansonsten habe ich alles über meine Sättel gesagt und hinterlasse dem Video doch einen Daumen hoch und ich freue mich aufs nächste Mal.